Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile, Ihr EU-Neuwagenpartner in Bielefeld. Heute machen wir mal den Vergleich zwischen dem Skoda Fabia hier auf der linken Seite und dem VW Polo auf der rechten Seite. Das Interessante ist, beide Autos haben 80 PS, das heißt, die Motorisierung ist vom Prinzip her identisch. Fünfganggetriebe mit dabei, also ein handgeschaltetes Auto. Vom Grundaufbau, wenn man die Autos eins zu eins vergleicht, identische Fahrzeuge. Die Frage ist eben halt nur, wo liegen die Unterschiede? Wir fangen einfach mit dem Fabia mal an, machen da den Einstieg mal, nehmen die Kamera mal mit rüber. Beginnen damit, dass wir die Tür mal öffnen. Einfach mal den Einstieg haben, das einfach mal auf uns wirken lassen. So ein Auto hat zweifach elektrische Fensterheber für vorne, einmal manuelle Fensterheber für hinten. Damit beginnt das Ganze. Wir haben ein relativ schlichtes Lenkrad. Wir haben eine Klimaanlage bei dem Auto mit drin, ein Radio, eine Telefonfreisprecheinrichtung, App Connect, wo ich also über ein Kabel praktisch mein Handy koppeln kann für Apple CarPlay, Android Auto. Diese Funktionen sind vorhanden, ein Speed Limiter, also ein Geschwindigkeitsbegrenzer, ist auch mit dabei. Grundsätzlich, sag mal, ein Auto in der Größe, wie er jetzt hier steht, viertürig, Kofferraum mit dabei, idealer Kleinwagen, kleines Auto, kleine Kosten. Das war für uns auch der Grund, mal wegzugehen von den hochwertigen Fahrzeugen, von diesen Porsche-Autos, wo wir gleich irgendwo im Bereich 80, 100, 120.000 Euro sind. Und wir haben uns eben halt überlegt, mal eine Einstiegsklasse anzubieten. Endlich wieder Fahrzeuge, so wie wir das früher gehabt haben, für unter 20.000 Euro. Wir haben von vielen Kunden immer wieder gehört, Mensch, diese Autos, wie ihr sie früher gehabt habt, im Bereich 14, 15, 16, 17, 18.000 Euro, sowas habt ihr heute gar nicht mehr, sowas wird irgendwie nirgendwo mehr angeboten. Dann sind wir über den Markt gegangen und haben gesagt, okay, wo haben wir die Möglichkeit und können effektiv solche Autos bekommen. Dabei herausgekommen ist dann zum einen dieser Skoda Fabia, wie gesagt, als Einstiegsfahrzeug, 80 PS, vier Türen, eine Metallic-Lackierung mit dabei. Alles, was, ich sag jetzt mal, schick und schön ist, wo man dann sagt, Klimaautomatik, Navigation, Panoramadach, eine Anhängekupplung, eine große Alufelge und so weiter. Das haben wir uns alles weggespart, um ganz bewusst ein Auto zusammenzustellen, wo man sagt, jawohl, das ist eine Mobilität, die ein sehr, sehr gesundes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Wie gesagt, das ist dabei herausgekommen. Viertüriges Auto, das heißt also hinten auch ordentlich Platz. Wenn man jetzt sagt, man fährt mal zu viert los, ganz bewusst, häufig irgendwo, wenn die Kinder mitgenommen werden, wo alles halt reinpasst, wo halt letztendlich, sag mal, auch hinten im Kofferraum genug Platz ist, um Einkäufe zu verstauen, Sporttaschen dort reinzupacken und so weiter. Doppelter Boden zum Beispiel ist hier jetzt bei dem Auto nicht vorhanden. Da könnte man jetzt sagen, gut, okay, der ist nachrüstbar, wer es unbedingt haben möchte. Ansonsten haben wir hier unten nochmal im unteren Bereich relativ viel Platz. Tire-Kit ist mit dabei. Also wie gesagt, vom Einstieg her ein super Auto. So wie er hier bei uns steht, ein EU-Fahrzeug für 16.990 Euro. Ein niegelnagelneues Auto, komplette Werksgarantie von Skoda mit dabei. Garantieverlängerung ist auch machbar, ist möglich, aber mal einen Einstieg wirklich für einen Preis. Ein neues Auto für unter 17.000 Euro. So, wir gehen noch mal einmal in den Innenraum von dem Auto. Machen wir mal die Tür zu. Höhenverstellbares Lenkrad. Höhe und auch in der Tiefe eben halt einstellbar. Ich habe hier die Fahrlichtautomatik als Schalter eben halt dabei. Die Klimaanlage hier von der Bedienung her manuell, so wie wir es kennen. Warm und kalt, ich sag mal wie, was letztendlich eben halt auch beim Wasserhahn haben. Blau und rot. Temperaturverteilung. Warmblinkanlage ganz schlau gemacht. Ganz zentraler Schalter hier eben halt. Start-Stopp-Automatik kann ich hier deaktivieren. Hier habe ich nochmal die Zentralverriegelung, die ich auch von innen schließen kann. Macht das Auto aber ohnehin ab 15 km/h von alleine. Und jetzt schauen wir hier nochmal im Bereich Infotainment. Bei so einem Basisradio mit einer Senderliste, Speicherliste, wo ich mir das einstellen kann. Bei auch eine Media-Funktion, wo ich zum Beispiel von meinem
Mobiltelefon die Musik rüberstreamen kann. Dann hier nochmal die Phone-Funktion, wo ich das Telefon koppeln kann, also Telefon-Freisprecheinrichtung mit dem Auto fahren, finde ich, sollte heutzutage eigentlich immer vorhanden sein. Und vor allen Dingen, was ganz toll ist, Android Auto, Apple CarPlay, sogenannte Mirror-Link-Funktion, so heißt das eben halt bei Skoda, wo ich dann die Möglichkeit habe, alle möglichen Daten von meinem Handy hiermit zu übertragen, zum Beispiel auch die Navigationsfunktion von Google oder Apple Karten. Alles in allem in einem Gerät hier untergebracht, ein Bordcomputer ist auch mit vorhanden. Letztendlich mache ich hier mal gerade, gehen wir einmal auf Setup, da kann ich verschiedene Dinge dann einstellen, die Lichtfunktion, Service, Werkseinstellungen und so weiter und so fort. Also in der Bedienung, in der Handhabung auch super einfach gemacht. Sitzposition, ich sitze hier schön in einem Auto, habe eine Sitzhöhenverstellung mit dabei, also Ergonomie passt eben halt auch, links kann man schön den Arm ablegen. Also das hat dann hier bei Skoda ganz ordentlich gemacht, was halt auch gut dabei ist. Diese E-Call-Funktion ist natürlich hier in dem Auto auch schon mit verbaut. Beifahrer-Airbag, da komme ich jetzt gerade nochmal drauf, weil ich das hier gerade im Sichtfeld habe. Beifahrer-Airbag ist deaktivierbar, macht extrem viel Sinn, wenn ich auf der Beifahrerseite einen Kindersitz positioniert habe, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, dann muss der Airbag ausgestellt werden. Hier immer nochmal ein ordentliches Handschuhfach, wo ich was unterbringen kann. Die Oberflächen natürlich schon irgendwie Kunststoff, da muss man auch ganz offen, ganz ehrlich irgendwo sagen, das ist vernünftig gemacht, das ist ordentlich gemacht, das fühlt sich jetzt auch nicht irgendwie speckig an oder wo man sagt, Mensch, das hätte man ein bisschen schöner machen können. Das ist, ich denke mal, für ein Auto in diesem Preisbereich völlig okay. Die Alternative dazu haben wir direkt daneben stehen, das wäre dann der VW Polo, da gehen wir jetzt mal rüber. Die Motorisierung bei dem Auto ist identisch, das heißt vom Grundaufbau haben wir im Grunde genommen zwei identische Fahrzeuge hier stehen. Man könnte jetzt zusätzlich den Seat Ibiza auch noch mit dazu nehmen. Das wäre das nächste Fahrzeug innerhalb der VW-Gruppe, was auch auf der gleichen Plattform gebaut ist. Aber wenn ich hier die Tür aufmache, fällt mir direkt auf, das ist alles ein bisschen hochwertiger, alles so ein bisschen schöner, schicker gemacht. Ich sag mal, eine Türverkleidung dann eben halt in Stoff. Nicht zweifach, sondern vierfach elektrische Fensterheber. Normales Lenkrad mit Multifunktion. Ein virtuelles Cockpit mit dabei. Das heißt also, diese ganzen Dinge sind hier halt nicht mehr analog gemacht, wie es bei dem Fabia ist, sondern eben halt dann mit einem virtuellen Cockpit. Innenraumqualität, ich sag mal hier so diese glatten Flächen, wie wir sie hier haben, habe ich eben halt drüben beim Fabia nicht ganz so. Da ist das von der Struktur her alles ein bisschen, naja, ich sag mal preiswerter eben halt gestaltet. Aber wie schon gesagt, irgendwo muss der Preisunterschied auch fühlbar sein. Ob es dann ein Schalthebel ist, der ein bisschen schöner gemacht ist, ob es dann die Radiooberfläche ist, die eben halt ein bisschen schicker dargestellt ist, sind so unterschiedliche Dinge. Wie gesagt, Sitzheizung ist hier halt auch vorhanden, habe ich drüben in dem Fabia halt nicht. Ob man es braucht, ist die andere Frage. Jeder eben halt so, wie er gerne möchte. Sitzhöhenverstellung, Lenkradhöhenverstellung, Fahrlichtautomatik hier natürlich auch mit dabei. Und das Ganze, sag mal, wenn ich hier aus dem Auto rausgucke, macht einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Also typisch VW, so wie wir es eben halt kennen. Bei App Connect, klar, haben wir hier natürlich auch bei dem Auto, genauso wie bei dem Fabia eben halt, Radiofunktion, Mediafunktion, App Connect, also die gleichen Funktionen, Android Auto, Apple CarPlay, Mirrorlink. Das ist im Grunde genommen vom Aufbau her sehr ähnlich. Hier vielleicht von der Oberfläche ein bisschen hübscher, ein bisschen schicker gemacht. Warnblinkanlagen, Schalter. Beim Fabia haben wir hier relativ zentral, jetzt ein bisschen weiter außen. Aber die Dinge eben halt wie Beifahrer-Airbag-Deaktivierung, ISOFIX-Befestigung für den Kindersitz sind hier natürlich genauso vorhanden. Was mir direkt auffällt, ich finde es, ist jetzt eine persönliche Einschätzung von mir, ein bisschen wohnlicher, ein bisschen ja, schöner eben halt in dem VW Polo. Aber wie gesagt, es klaffen eben halt auch nochmal 2000 Euro zwischen den beiden Autos. Da muss dann jeder für sich selbst eben mal entscheiden, was ist für mich das richtige Auto. Geht es mir da eher um das Geld? Was für eine Mobilität brauche ich? Wir haben sehr viele Kunden, die fahren vielleicht nur 3.000, 4.000, 5.000 Kilometer im Jahr. Die verbringen nicht so wahnsinnig viel Zeit im Auto. Da ist es dann vielleicht auch die günstigere Variante mit dem Skoda Fabia. Empfehlen kann ich beide Autos. Es ist unterm Strich tatsächlich eher eine Geschmacksgeschichte. 16.990 für einen Fabia, 18.990 für einen VW Polo. Platz, da wollten wir gerade noch mal drauf. Ist vom Prinzip her absolut vergleichbar mit dem Fabia. Da ist jetzt nicht so der Riesenunterschied. Kofferraum. Fast identisch. Kaum einen Unterschied.
Wo allerdings der Unterschied liegt bei diesem Auto, der hat eine Werksgarantie für 5 Jahre. Das heißt also, neues Auto, das Auto ist noch nicht zugelassen, 5 Jahre Werksgarantie von VW mit dabei, 80 PS Motor, Sitzheizung mit drin, Metallic-Lackierung mit dabei, Preisunterschied 2000 Euro zwischen dem Fabia und dem Polo. Letztendlich muss man sagen, ist es vielleicht auch eine Geschmacksfrage. Der eine bevorzugt eben halt den Polo, der andere bevorzugt den Fabia. Wenn es absolut ums Geld geht, schlage ich immer den Skoda Fabia vor, weil ich ganz einfach sage, okay, das Auto ist rein technisch gesehen überhaupt kein Unterschied zu dem VW Polo. Kann man genauso gut machen. Sicherlich ein technisch einwandfreies, gutes Auto. Image, ganz klar, der VW ist etwas höher positioniert als der Fabia. Aber wenn es darum geht, eine preiswerte Mobilität zu haben und 2000 Euro zu sparen, ist man mit dem Skoda Fabia sicherlich sehr, sehr gut beraten. Wir haben immer wieder festgestellt in der Vergangenheit, dass wir da viele Kunden haben, die halt wirklich bewusst aufs Geld gucken. Da sage ich ganz klar in Richtung Fabia. Wenn es ein bisschen mehr sein darf, das ist jetzt so ähnlich wie beim Schlachter, dann sagt man eben halt ganz einfach, okay, dann kommt der VW Polo dabei raus. Effektiv, Innenraumgeräuschkulisse beim Fahren, muss man fairerweise auch dazu sagen, da ist der Polo etwas komfortabler, das Auto ist ein bisschen leiser. Interessanterweise haben wir bei dem Polo auch eine 14 Zoll Felge drauf mit einem etwas höheren Reifen. Bei dem Fabia ist es die 15 Zoll Felge mit einem etwas flacheren Reifen. Das heißt, vom Komfort her gesehen ist der Polo etwas komfortabler. Der Fabia ist deswegen aber nicht unkomfortabel, sondern irgendwo muss man die Unterschiede natürlich zustande bringen. Irgendwo muss der Preisunterschied auch herkommen. Im Bereich Verarbeitung sind beide Autos super gut gemacht. Spaltmaße passen, halt typisch VW-Konzern. Von daher kann ich nur sagen, ich würde, wenn es ums Geld geht, immer auf den Fabia gehen und ansonsten dann ganz einfach auf den Polo verweisen, weil der Polo ist eben halt in der Klasse auch Benchmark. Das ist einfach das Auto, was über Jahrzehnte im Markt gelaufen ist und auch gut funktioniert hat. Beim Fabia ist es mittlerweile auch so, in dieser Generation, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir mittlerweile die dritte Generation vom Fabia, die hier läuft. Haben wir sicherlich auch ein technisch gutes Auto. Also, Empfehlung, ganz klar, soll es das Auto sein, wo es rein um den Preis geht, dann in jedem Falle hier auf den Fabia gehen. Wenn es um den Preis geht, wo es auch günstig sein soll, aber eben halt ein bisschen was schöner, dann gerne auf den VW Polo. Beide Autos sind bei uns zu bekommen. Das ist jetzt mal ein Vorgeschmack auf das, was wir in Zukunft wieder im Lager haben. Wir haben einiges an Fahrzeugen bestellt, auch unterschiedliche Farben. Schaut gerne bei uns auf die Homepage. Wir werden es auch sicherlich in einem der nächsten Videos mit unterbringen, sodass man eben halt auch sehen kann, was jetzt tatsächlich vorhanden ist. Ansonsten, wenn es gefallen hat, lasst ganz einfach irgendwo einen Klick da, dass wir sagen können, jawohl, wir haben wieder einen weiteren Abonnenten. Ich sage erstmal vielen Dank, tschüss und ciao, ich bin raus.